Gut, das heißt, wir dringen jetzt unter die Festung. Also Seraphim sieht zwar ein bisschen angeschlagen aus, allerdings habe ich nicht vor, ihn hoffentlich viel in Gefahr zu bringen. Ja, in die Höhle warten. Du wartest im schwammenden Wasser, bis du plötzlich den Boden unter den Füßen verlierst und deine Haut in Kälte versinkt. Im inneren Bereich der Höhle ist das Wasser noch grüner, dunkler und tief. Eine Welle kracht in die Höhle hinter dir. Du weichst zurück, doch eine starke Strömung zieht dich zurück zur Küste. Tiefer in die Höhle hineinschwimmen. Du kämpfst gegen die Strömung dann und machst dabei langsam und ständig Fortschritte. Du schwimmst tiefer in die Höhle hinein und kommst zu einer Reihe Tunnels, die nach rechts und links abbiegen. Der eine Tunnel führt hinein in die Dunkelheit, während sich am Ende des anderen ein schwaches Licht zeigt. Beide Tunnel liegen komplett unter Wasser. Wir nehmen den dunklen Tunnel. Die Tiefen des Tunnels sind so schwarz, dass du die Hand nicht vor Augen sehen kannst. Deshalb bemerkst du erst dann, dass du in eine Sackgasse geraten bist, als deine Knöchel dann deine Handfläche gegen Felsen schlagen. Wie leicht nicht das übrig ist, die gesamte Länge des dunklen Tunnels wieder zurückzuschwimmen, die ganzen unzähligen Meter. Deine Bewegungen haben das Wasser über dich aufgewieht. Direkt über dir kannst du gerade so den erstickten Laut von Wellen wahrnehmen, die gegen das Ende des Tunnels schlagen. Vielleicht ist dort ein winziger Raum, Luft zu schöpfen, vielleicht ist dort aber auch nichts. Zur Oberfläche schwimmen. Deine Nase stößt gegen die felsige Decke des Tunnels, als du versuchst aufzutauchen, aber dort ist gerade genug Daumen, dass du einmal tief Luft holen kannst, bevor eine eisige Welle über dein Gesicht zusammenschlägt. Du trittst Wasser, um nicht unterzugehen, doch dann fällt dir auf, dass deine Bewegung das Wasser weiter aufwühlen. Schon bald schließt sich der winzige Raum zwischen der Wasseroberfläche und der Höhendecke vollständig. Zurück zur Gabelung schwimmen, den helleren Tunnel hinein, voller Erfolg. Ah ja. Check gegen 8. Acht gegen 18, 15, 15 und 16. Ja, das war gut. Nachdem alle ihre Lungen mit frischer Luft gefüllt haben, gelingt es dir und deiner Gruppe mit Leichtigkeit, den dunklen Tunnel zu bewältigen. Du tauchst aus dem Tunnel auf und kommst in einer Höhle tief unter der Festung an die Wasseroberfläche. Gott sei Dank ist keiner ertrunken. Okay, sieht aus wie Nester. Was haben wir hier? Die Schwimmweben kleben hartnäckig an deinen Fingern. Roparo-Kleidung. Okay, hier sind... Sklaven und so gefressen worden. Das funktioniert nicht. Look. There is something over there. Ah. Das war jetzt weniger erstaunend, als ich gedacht habe. So. Eine Giftdrüse und was haben wir hier drin? Ein Hauer. Guter Zauberstab und Dietriche. Diese Knochen wurden sauber abgenagt. Zur Insel Krummsporn, hä? Wo zur Hölle sind wir? In der Meereshöhle. Achso, die zählt gar nicht. Eine außergewöhnliche Pistole. Was hat Seraphim eigentlich gerade ausgerüstet? Ah ja, Pistolen. Oi, oi. What can I do? What can I do? Gitter. Ein eiserner Sofa sperrt dir den Weg. Das Tor ist geschlossen, verriegelt. Es besteht aus dicken, gleichmäßig voneinander mit entfernten Metallstäben. Ja, durch die Gitterstäbe greifen und den Hebel betätigen.
Athletik. Die Schulter vorstellt sich in die Gitterstäbe geklemmt, strengt Palegina sich mächtig an und stöhnt und ächzt dabei. Die Arme und die Finger in Richtung des Hebels ausgestreckt, doch der Hebel ist außer Reichweite. Oh! Mit einem letzten zischenden Ausatmen zwischen zusammengebissenen Zehen hervor kann Seraphim sich ein paar weitere Zentimeter in das Gitter hineinzwängen. Fingertippen auf den Hebel. Einmal, zweimal, da senkt sich der Schalter. Das Fallgitter wackelt und beginnt sich zu öffnen. Seraphim weicht hastig zurück. Gut, wir haben gerade aufgemacht. Just a moment, please. Hope that helps. Indeed. Außergewöhnliche Brigandinen und Rubin nehme ich immer gerne. Medizinische Vorräte. Genau das, was wir brauchen. So, da geht's in den Kerker. Aber ich würde gerne mal wissen, wo geht's da hin? Komme ich da dann doch raus auf die Insel? Das wäre nett. Ja, im Augenblick sehen wir gerade noch nichts, weil es noch lädt. Ah, Tatsache, Krummsporn. Hier kommen wir aber auf jeden Fall an Wasser. Und wir haben weniger verletzte Mannschaftsmitglieder. Das heißt, wir haben unseren Steuermann und unsere eigentliche Köchin wieder. Das ist gut. Gebiet absuchen. Lösung. Gebiet absuchen. Nichts vom Wert. Tank der Elementarverteidigung. Tank der Behendigkeit 5-mal. Nichts vom Wert. Und fertig mit der Turmruine. So, da haben wir Egnos Dickicht und den Hühnerwald. Gehen wir erstmal in den Hühnerwald. Im Norden von Krummspor wird der Wald dichter. Bäume mit breiten Stämmen erheben sich über die ihre Blätter binden ein Dach gegen den Himmel. Eine Insektensinfonie sorgt für eine ständige Begleitung aus dem Mundsum. Dein Weg führt dich in eine enge Schlucht. Die Hügel erheben sich zu beiden Seiten. Zisch, ein Pfeil bohrt sich in den Boden zu deinen Füßen. Du springst regungslos aufgeregt nach der Quelle, doch du siehst nichts und niemanden. Zisch, zisch, ein zweiter Pfeil landet im Boden direkt neben dem ersten und dann folgt ein dritter. Dir weit näher als die ersten beiden. Wer auch immer dich von weiter oben auf dem Pfad beobachtet, der will ganz ersichtlich nicht, dass du näher kommst. Nach dem Bogenschützen rufen. Fehlschlag. Du überlegst dir, was du sagen willst. Wir sind friedliche Missionare. Wir sind sogar unbewaffnet. Ja, sicher. Ihr seid eindeutig verärgert. Können wir euch irgendwie helfen? Den nächsten Pfeil, den du auf mich feuerst, werde ich euch in den Arsch schieben. Tiefblick. Hä? Wir hatten einen schönen Tiefblick. 7. 1. 9. Nichts. Tekeo.
Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Worte sind deutlicher als Pfeile. Tikio hält die Hände trichterförmig um den Mund und ruft in die Ferne. Ah, Diplomatie. Die Pfeile fliegen weiter. Wir werden nie wieder an den Ort zurückkehren. Eine dürre Stimme ertönt zwischen den Bäumen. Dreh um oder du stirbst. Nach der Anwesenheit anderer Geister suchen. Leicht höhnisch grinsend nickt Seraphine. Das Medium schließt die Augen und die Suche nach einem anderen Geist beginnt. Einige Momente später zeigt dir Seraphine einen kleinen Waldweg, auf dem du eine Bewegung ausmachst. Vorsichtig vorwärts gehen. Athletik, Erfolg. Du steigst weiter den Pferd hinauf, doch schon nach wenigen Schritten prasselt es aus den Bäumen ein Hagel aus Pfeilen auf dich herab. Du springst zur Seite und kannst der Pfeilsalve gerade noch so ausweichen. Deine Gestande treten aus den Baumgrenzen heraus. Dicht auf den Fersen folgen ihnen wilde Begleittiere mit gefletschten Zähnen. Dabei wollten wir doch nur helfen. Moment, das können wir mit Diplomatie. Wir haben doch jemanden Diplomatischen dabei. Dürften wir nur neu laden? Wir weichen nicht zurück, hast du verstanden? Niemals, das sind nämlich Dürrwälder. Wahrscheinlich entkommene Sklaven und mit dem habe ich nicht unbedingt Krieg. Ja, ganz ehrlich, wenn ich jemanden mit hoher Diplomatie habe, dann ist das Maya? Oder was Palegina? Nee, ich glaube Palegina war eher einschüchtern. Ich sehe es ja gleich. Weiter, weiter. Ach ja, die Sachen dann nachher noch einsammeln. Angreifer ausfindig machen. Nach dem Bogenschützen rufen. Ein Begleiter. Diplomatie 4. Hey, Amateure, ich habe noch... Ich habe nach eurem ersten Schuss eure Position markiert. Viel Glück im nächsten Leben. Mai hält den Atem an und zieht mit ihrem Gewehr auf eine Stelle in den Bäumen. Was? Einschüchtern Fehlschlag? Da hätte ich... zurückziehen und einen Überfall versuchen. Maya nickt auf deine Einweisung hin und schaut Tikio mit einem Ausdruck an, der Besorgnis und Verdruss vermengt. Maya führt dich durch den Wald zurück, bevor er dich abseits des Weges durchs Unterholz leitet. Trotz Verführung durch den Herumtreiber haben die Angreifer dich bemerkt und du schreckst zusammen, als ein Pfeil ihm dir den Baum einschlägt. Ja, ja, ja. Ja, nochmal laden. Ganz ehrlich. Zum Glück habe ich ein Schnellspeichern. Weil jetzt ist der Autosave überschrieben worden, der mich auf die Insel gebracht hat. Oh, Mann, ey. Wie lästig. Okay, erstmal das hier alles einsacken wieder mal. Ja, mein Kanonier ist noch verletzt und mein Matrose hier ist noch verletzt.
Matrosen habe ich genug. Ich bräuchte einen vernünftigen Chirurgen. Den habe ich ganz vergessen. Und einen Bootsmann. Das war's. Ja.